Hallo Leute. Heute präsentiere ich euch Mein Nachbar Totoro. Ja, worum geht's in Mein Nachbar Totoro? Es geht um die beiden Kinder Satsuki und May, die ziehen mit ihrem Vater aufs Land, um ihrer Mutter näher zu sein, die in einem Krankenhaus so lebt. Da sie etwas krank ist, muss sie dort bleiben, kann aber eventuell bald zurückkehren, um sich um die beiden Kinder zu kümmern. Dabei treffen die beiden Kinder auf Totoro und seine kleinen Totoros und erleben dort kleinere Abenteuer. Ja, der Film hat keine großen Stakes. Es geht jetzt nicht um Weltrettung oder das Überleben, sondern es ist einfach eine kleine Geschichte über diese zwei Kinder. Wir haben auch kein richtiges Ende. Es ist halt ein positives Ende, aber jetzt einfach so ein kleines Stück des Lebens aus diesen beiden frisch umgezogenen Kindern. Ja, der Film ist von 1988, also auch schon ein bisschen älter. Aus Japan, ist ein Fantasy-Abenteuerfilm, geht 86 Minuten lang, was jetzt nicht allzu lang ist. Studio Ghibli-Filme sind durchaus länger. FSK ist ab 0 und das Budget war vermutlich 3,7 Millionen US-Dollar. Das IMDb-Rating ist 8,1, also doch schon ziemlich gut. Und man kann ihn auf Netflix streamen, so wie ich glaube fast alle Studio Ghibli-Filme. Direktor war Hayao Miyazaki, den kennt man ja zum Beispiel von Chihiros Reise ins Zauberland, den habe ich auch gar nicht mal so lange Zeit besprochen, oder das wandelnde Schloss, den ich auch schon gemacht habe. I'll make sure to draw them off, but wait a bit before you head back outside. Okay. That's my girl. In der deutschen Synchro haben wir Marisa Sittelmeier. Die kann man zum Beispiel als Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn hören, als Prinzessin Lillifee. Wie kommst du denn hierher? Wir haben Paulina Rümelein, das ist die deutsche Stimme von Arya Stark aus Game of Thrones. Wartet, ich habe noch etwas. Auch Silber kann mich nicht umstimmen. Es ist kein Silber. Es ist Eisen. Das. Woher hast du... Vala Morghulis. Valar Dohaeris. Natürlich. Wir haben Gerhard Jelka, den kann man zum Beispiel in Asterix und die Wikinger als Verleinix hören. Ja, den habe ich jetzt nicht so oft geguckt. Ich habe nur die klassischeren Filme geguckt. Wobei, bei den Wikingern ist, glaube ich, der letzte 2D-Animationsfilm aus Asterix-Reihe. Aber naja. Wir haben dann noch Philipp Brammer, das ist die deutsche Stimme von Lorena Zorro aus One Piece. Die Serie war er bis 2010, die deutsche Stimme, und bei den One Piece-Filmen war er es bis 2013, denn er ist 2014 leider verstorben. Hast du die heiligen Kugeln? Kugeln? Dann haben wir noch Christine Stichler, das ist zum Beispiel ist die deutsche Stimme von Kobe Smulders. Die kennt man ja als Maria Hill aus den Avengers-Filmen oder als Robin von How I Met Your Mother. Ja, Totoro ist auch das Maskottchen von Studio Ghibli geworden, weil der Film so beliebt ist. Wobei, am Anfang hat er nicht so eingeschlagen. Er hat 2 Jahre gebraucht, um seinen Gewinn zu machen. Und das auch erst, nachdem die Totoro-Plüschfiguren in den Laden gekommen sind. Was echt interessant ist, weil Totoro ist doch durchaus einer der bekannteren Ghibli-Filme zusammen mit Chihiro. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Es gab auch 2 Synchros. Eine war von Troma damals. Das war die erste. Und dann hat 2008 Disney die Rechte daran gekauft und hat eine Neusynchro gemacht. Was sich aber scheinbar nicht auf die deutsche Synchro ausgewirkt hat. Dazu konnte ich jetzt leider nichts filmen, weil die Quellen dazu halt Englisch sind. Und da wird deutsche Synchro jetzt nicht so besprochen. Totoro ist auch die Bezeichnung der Spezies dieser Wesen und nicht der Name des Haupt-Totoro. Was komisch ist bei dem Titel, das ist ja Mein Nachbar Totoro. Die 3 Totoros kommen darin vor. Das ist ein großer, ein mittlerer und ein kleiner. Die heißen O,
Shu und Chibi, was einfach nur zu groß, mittel und klein übersetzt ist. Ja, Großfakten gibt es zu diesem Film nicht. Es ist ein Familienfilm für alle Altersklassen, für Kinder und die Eltern auch. Da es halt um nichts Großes wirklich geht. Es stehen keine Leben auf dem Spiel. Also man kann ihn sich mal entspannt an einem schönen Tag mit den Kindern angucken, ohne irgendwie große Themen zu behandeln in diesem Film, außer halt, dass die Kinder von ihrer Mutter getrennt sind, was sie durchaus ein bisschen belastet. Aber es ist einfach ein kleiner, netter Film. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Studio Ghibli und Universum Film präsentieren. Dein Name ist Totoro, stimmt das? Ein Meisterwerk der Animationskunst. Von Oscar-Preisträger Hayao Miyazaki. Hey! Euer Haus ist ein Geisterhaus! Ich hab ein Zaki! Sieht aus, als wären die Urs-Männchen rausgekommen. Urs-Männchen? Nee, hat gesagt, sie hat Totoro hier getroffen. Er hat ein weiches Fell. Und so einen riesengroßen Mund. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich will ihn auch sehen. Wenn du Glück hast, klappt es vielleicht. Papa, er ist da gewesen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe Totoro getroffen. Mein Nachbar Totoro. Eine herzergreifende Geschichte mit wundervollen Charakteren. Eine Katze als Bus. Aha. Jetzt auf DVD die limitierte Special Edition mit 5 hochwertigen Sammelkarten und knapp 2 Stunden Bonusmaterial. Hey, wir sind der Wind! Außerdem erhältlich die Standard Edition und eine limitierte Collectors Box mit wunderschönen Fanartikeln. Mein Nachbar Totoro. Jetzt auf DVD.